ruhig und willkommen hier zum nächsten Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es mal ein etwas anderes Video, Leute. Ihr seht im Hintergrund, ich habe hier die 5 Karten, die ich von der neuen Matchdeck-Serie habe. Ich werde da so ein kleines Mini-Duell daraus machen, Leute. Ich habe jetzt keinen extra Booster mehr am Start. Eigentlich hatte ich ja gesagt, dass ich jetzt immer 2 Booster, dann 3 Booster öffne, aber es macht keinen Sinn, weil es laut meinen Informationen keinen Hertha-Spieler gibt in diesen Packs. Und das war ja so die kleine Hertha-Challenge, die ich gemacht hätte, dass ich immer weiter 2 Booster öffne. Hätte ich denn gar keinen Hertha-Spieler drin, öffne ich 3 Booster. Aber es gibt in diesem Promo-Päckchen nicht meine Hertha-Karte und deswegen macht es wenig Sinn, das Ganze so zu machen. Aber Leute, heute gibt es einen kleinen Matchdecks 18-19 Talk, nämlich welche Karten, welche Spieler würdet ihr gerne als Club 100 Karten sehen? Wahrscheinlich stehen sie ja schon fest, weil sie müssen ja schon feststehen. Die Booster sind, denke ich mal, meiner Meinung nach, also laut, okay, nicht laut meinen Informationen, aber ich denke, dass sie schon fertig sind, die Booster, und die Club 100 Karten stehen fest und deswegen, ja Leute, also haut mal raus eure Predictions. Meine Predictions werde ich jetzt raushauen, danach gibt es ein kleines Battle hier, Leute. Ich werde hier diesen Matchdeck 17, 18 Booster öffnen und dann quasi nicht im Unboxing-Battle-Style, sondern im Stat-Style. Ich werde auf die Stats gucken, ich werde hier die erste Karte nehmen. Und wenn ihr das Unboxing gesehen habt, das 18-19er Matchdecks Unboxing, verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung, wisst ihr, welche Karten ich habe. Und trotzdem, es ist immer interessant, welche Serie jetzt hier das erste kleine Unboxing-Battle gewinnt, weil wenn die neue Serie rauskommt, dann werde ich da natürlich Unboxing-Battles machen. Es wird eine neue Serie geben, Leute, eine komplett neue Serie, freut euch drauf. Habe ich schon in Planung, sage ich mal. Und genau, meine Predictions, Leute, es wird ja wieder 5 Club 100 Karten geben. Abwehr, also Torhüter gibt es, Abwehr gibt es, Mittelfeld, Angreifer und dann noch die 101 Karte. Also so denke ich es, dass es Tops machen wird. Es kann auch sein, dass es von jedem Club eine Club 100 Karte gibt. Es kann auch sein, dass es eine komplette Aufstellung gibt, so wie wir es von der Champions League Matchtag Serie kennen, dass es eine Viererkette gibt, 4 Club 100 Karten von Abwehrspielern und so weiter. Aber ich denke, Tops wird das alte System so beibehalten und das heißt 5 Club 100 Karten, 4 100er Karten und eine 101 Karte. Und meine Predictions, klar, spielt ja jetzt auch so ein bisschen mit in die Rolle, weil ich Hertha-Fan bin. Ich werde jetzt nicht 5 Hertha Club 100 Karten nennen, das wäre natürlich unrealistisch. Aber eine Karte, die es meiner Meinung nach erstens verdient hätte, zweitens in den letzten Jahren richtig gute Leistungen gezeigt hat dieser Spieler. Und drittens, man kann nicht immer Manuel Neuer als Club 100 Karte nehmen. Deswegen, meiner Meinung nach, hätte es Rune Jahrstein wirklich sehr, sehr verdient, eine Club 100 Karte zu bekommen. Oder was meint ihr? Welchen Keeper sollte man sonst nehmen? Roman Bürki? Also, welchen Keeper, Leute, welcher Keeper würde die C100 Karte eurer Meinung nach verdienen? Abwehrspieler ist auch so eine Sache. Ich glaube, dass es Kimmich machen wird, Kimmich als Club 100 Karte. Aber ich könnte mir auch Kimmich vorstellen als 101, muss ich ehrlich sagen. Weil ich denke, ein deutscher Nationalspieler wird die 101 bekommen, weil es aus Marketingstrategien am logischsten wäre, einen deutschen Spieler mit in die 101-Karte quasi einzubinden. So kann ich es mir vorstellen. Aber welche Club 100-Karte, 101, also Müller, denke ich nicht, dass der die 101 bekommt. Aber wir machen mal logisch weiter. Ich sage, Kimmich bekommt die, oder, also Kimmich oder Naldo. Kimmich oder Naldo bekommt die Club 100-Karte als Verteidiger. Kimmich oder Naldo? Naldo ist mir jetzt auch nochmal eingefallen, weil der ist ja auch abgegangen im letzten Jahr. Deswegen, Kimmich oder Naldo kann ich mir auch schon gut vorstellen, muss ich sagen. So, dann Mittelfeld. Mittelfeld ist ganz, ganz schwierig. Wen soll man als Mittelfelder zum Club 100 machen? Natürlich kann man jetzt überlegen, macht man James Rodriguez zur Club 100 Karte? Weil James Rodriguez kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der eine Club 100 Karte bekommt. Deswegen lege ich mich fest, ich sage Keeper Jahrstein, Abwehr Naldo, Mittelfeld James Rodriguez. Jetzt fehlt noch ein Stürmer. Stürmer sage ich, hau ich auch sofort raus. Okay, hau ich nicht sofort raus. Ich habe 2 Spieler im Kopf. Nils Petersen oder Timo Werner. Lewandowski wird es nicht wieder sein, Leute. Ich glaube nicht, dass Lewandowski wieder eine Club 100 Karte haben wird. Deswegen Nils Petersen oder Werner. Ich sag, also wenn man von den Leistungen her geht, eher Timo Werner. Aber auch ein Timo Werner könnte die 101 eigentlich verdient haben. Das ist schwierig, Leute. Das ist ganz, ganz schwierig, so die
Club 100 Karten zu analysieren. Was heißt analysieren? Aber ja, ich leg mich fest, Nils Petersen bekommt die Club 100 Karte und die 101, 101 bekommt Timo Werner. Ich sag Timo Werner, Leute. Dann haben wir es durch, dann sind wir durch mit den 5 Club 100 Karten und jetzt bin ich mal auf eure Predictions gespannt, Leute. Was sagt ihr? Wer bekommt die Club 100 Karte? Schreibt unten rein, Leute. Bin ich echt gespannt, Leute. Bin ich echt gespannt, was ihr so tippt. Ich denke, dass ich eine Karte richtig haben werde. Ist zwar eine schwache Quote. 20% richtig, 80% falsch. Wäre in der Schule eine glatte 5. Oder sogar eine 6. Ich weiß, nee, ich glaube nicht, ne? Glatte 5 oder 5 minus oder so. Aber eine Karte von 5 ist eigentlich auch schon akzeptabel, sagen wir es mal so. Ja, aber wen soll man... Man könnte so viele Karten nehmen. Finde ich. Man könnte so viele Spieler nehmen. Aber egal, Leute, das ist meine Prediction. Jahrstein, Naldo, James, Petersen und Werner. Auch wenn in den letzten Jahren, glaube ich, immer, oder sage ich mal, in den letzten 10 Jahren meistens immer ein Mittelfeldspieler die 101-Karte hatte. Aber ich sag trotzdem, Werner macht's. Ich sag Werner macht's, Leute, egal. Ich lege mir jetzt fest, das ist meine Prediction, die 5 Karten, die ich eben genannt habe. Denke ich, die werden's machen. Die werden's machen, Leute. Ich öffne jetzt hier, es gibt noch ein kleines Battle. Och nee, das gibt's doch gar nicht. Ich werde es trotzdem so rum machen. Leute, ihr seht's ja. Augsburg, Clubkarte gegen Sandro Wagner. Und das heißt 1:0 für die neue Matchdeck-Serie, weil natürlich, ja, eine Clubkarte hat keine Stats. Es sind heute die Stats gefragt, Leute. Und wenn ihr mal wieder so ein Stats-Unboxing-Battle sehen wollt, schreibt's auch mal gerne unten rein. So, wir machen weiter mit Ron-Robert Zieler 84 gegen Augustinsson. Und das ist das 2:0 für die neue Matchdeck-Serie. Oh, oh, oh. Wen kriegen wir jetzt hier? Nico Schulz gegen Esswein. Leute, wir gucken natürlich nur auf den höchsten Wert. Nicht den Gesamtwert oder so. Nicht Abwehr gegen Angriff. Sondern den höchsten Wert gucken wir uns an. Nico Schulz hat 67. Esswein hat 69. Und das ist das 2:1. Jetzt wird es nochmal spannend, Leute. Torhüter Roman Bürki mit 81 gegen Dong Wonji. Und wir haben eine Entscheidung 3:1. Weil jetzt kann die alte Matchdeck-Serie nicht mehr gewinnen. Die neue gewinnt auf jeden Fall. Wir haben hier nochmal einen Stuttgarter 68er Abwehrwert. Dennis Aogo gegen den 75er Mario Götze. Ein knappes Ergebnis ist es am Ende geworden. 3:2 hier am Ende nochmal im kleinen Matchdecks 18-19 vs. 17-18 Battle, Leute. Ich bin aber auf jeden Fall auf eure Meinungen gespannt, Leute, zu den neuen Club 100 Karten. Leute, ich bin raus an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und wir sehen uns.